Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des We Love Leica Podcast. Mein Name ist Michel Birnbacher. Ich bin Fotograf und Fototrainer und verantwortlich für das Fotokolleg in Nürnberg, der Fotoschule im Leica Store. Mehr zu mir erfahren Sie auch auf meiner Homepage www.birnbacher.com. Im Abschnitt Podcast finden Sie übrigens zu jeder Folge einen Beitrag. Aber nun zur neuen Folge. Herzlich willkommen, Wolfram Reuter. Wolfram, du bist Galerist hier in Nürnberg in der Leica-Galerie und wir sitzen hier zwischen einer aktuellen Ausstellung, all den Bildern hier im ersten Stock in Nürnberg. Für diejenigen, die dich nicht kennen, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor. Wer bist du so? Woher kommst du? Kann ich gern machen, Michael. Also zunächst mal ganz herzlichen Dank, dass ich hier ein paar Worte zur Galerie sagen darf. Also mein Name ist Wolfram Reuter. Ich bin eigentlich vom Beruf her Betriebswirt. Ich habe Diplomkaufmann gemacht und war lange Zeit als IT-Mensch in der Welt unterwegs. Habe dann im fast Rentenalter aufgehört mit dieser Arbeit und bin dann ganz in die Fotografie eingestiegen, die ich auch vorher schon als Hobby betrieben habe. Und in diesem Umfeld bin ich seit, sagen wir mal, 2009 sehr, sehr engagiert aktiv. Ja, und in das Galeriegeschäft bin ich reingekommen, weil ich vor 2 Jahren angesprochen worden bin, ob ich mir vorstellen könnte, mit der Neueröffnung des Leica Stores hier in Nürnberg eine Galerie zu betreiben. Das war überraschend, diese Anfrage. Ich habe es mir kurz überlegt und ja, dann gab es eine Einladung nach Berlin, wo sich alle Galeristen dieser Leica-Galerien der Welt treffen. Dort habe ich mich vorgestellt und habe die anderen Galeristen kennengelernt. Es war ein interessantes Zusammensein und ich habe mich entschlossen, ich betreibe diese Galerie. Und seitdem tue ich es. Schön. Das war im Jahr zum Jahreswechsel auf das Jahr 2017. Also noch gar nicht so lange her. Nein. Wenn man sich so einen Galeristen vorstellt, was sind so die Aufgaben eines Galeristen? Also du stehst hier, du machst die Eröffnungsreden, du schaust schöne Bilder an, aber was steckt da eigentlich alles dahinter? Ja, man muss natürlich versuchen, diese Galerie mit einem Profil zu versehen. Das heißt, Galerien, Fotogalerien gibt es ja sehr viele auf der Welt. Es gibt auch insgesamt auf die Welt verteilt 19 Leica-Galerien, die alle sehr unterschiedlich takten, aber doch ein paar Gemeinsamkeiten haben. Und jede Galerie versucht für sich ein Format, einen Charakter zu entwickeln. Und das versuche ich auch hier. Und das passiert natürlich in erster Linie, natürlich auch durch die Räumlichkeiten und die Möglichkeiten, die man hat, auch durch das Programm an Bildern, was man zeigt. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe, dass man versucht, eine Linie zu finden mit einer Reihe von Ausstellungen, die miteinander harmonieren, die sowohl den künstlerischen Anspruch der Fotografie entsprechen, als auch dem, was vielleicht der Besucher, der Zuschauer erwartet an Bildern. Es gibt sehr viele Fotografien, die gehypt werden, aber die sich kein Mensch in der Galerie angucken würde. Das ist der eine Pol. Der andere ist der, dass es Bilder gibt, die gerne vom Besucher gesehen werden, aber die vielleicht zu anspruchslos sind, künstlerisch zu anspruchslos sind. Und da den Mittelweg zu finden und eben, wie gesagt, diesen Charakter damit zu entwickeln für die Galerie. Das ist meine Aufgabe und mein Ziel. Wenn ich jetzt sage, ich würde gerne hier ausstellen oder ein Nachwuchsfotograf kommt und ruft dich an und sagt, hallo, ich weiß, ich bin ein guter Fotograf, stellst du mich aus? Ja, ich kann mir vorstellen, dass das so zu den schwersten Aufgaben deiner Arbeit gehört, so aus all den Angeboten, die da kommen, auch einen auszuwählen. Ja, es ist tatsächlich so, dass ich ungefähr, sagen wir mal, pro Woche 2 Angebote bekomme von Leuten, die der Meinung sind, sie wären geeignet, um ihre Bilder hier auszustellen. Das ist tatsächlich eine schwierige Aufgabe. Es sind oft Leute, die noch nie ausgestellt haben oder auch völlig falsche Vorstellungen von dem haben, was gute Fotokunst ist. Aber da muss man dann sehr höflich, aber auch bestimmt sein und sagen, nee, das ist nicht das, was wir haben möchten. Grundsätzlich machen wir es so, dass wir im Jahr 4 Ausstellungen kuratieren. Davon sind 3 von sehr renommierten Fotografen. Da ist das Problem sowieso nicht der Fall, weil diese Fotografen eben einen hohen Standard erfüllen. Und 1 Ausstellung im Jahr machen wir immer für jemanden, den wir für gut halten, der aber bisher noch keine Plattform gefunden hat, vielleicht auch noch nie eine Ausstellung gemacht hatte. Und den wollen wir einfach eine Chance geben, in diese Szene hineinzuwachsen. Schön. Wolfram, jetzt weiß ich aber auch, dass du selber viel fotografierst. Wie bist du überhaupt zur Fotografie gekommen? Ach, schau, jetzt
Ja, wir, also fotografieren tue ich eigentlich schon. Ja, wir haben uns ja. Jetzt kommen gerade Gäste, das ist halt so bei einer, Live-Sendung, die sich da die Fotografien anschauen wollen. Wir machen gerade ein Interview. Überhaupt kein Problem. Kein Problem. Habt ihr 10 Minuten Zeit? Ja. Dann reden wir nachher weiter. Okay. Ja, gerne. Nehmt es, das macht es euch bequem. Ja. Bis gleich. Wolfram, zurück zur Frage. Ja? Das ist so, wenn man in der Galerie zu Öffnungszeiten sitzt und dann kommen doch Gott sei Dank auch Kunden, die sich die Galerie anschauen wollen. Aber zurück zur Frage, wie bist du überhaupt zur Fotografie gekommen? Ich weiß, dass du gut und gern fotografierst. Ja, das geht eigentlich sehr weit zurück. Mein Vater war Architekt und Hobbyfotograf. Und er hat auch immer versucht, beides seiner Leidenschaften an seine beiden Söhne weiterzugeben. Hat sich auch sehr viel Mühe gegeben dabei. Das hat aber nicht, zumindest in der ersten Phase, nicht so richtig gefruchtet. Wir haben als Kind schon fotografiert, mein Bruder und ich, aber nicht mit dem Engagement, wie sich mein Vater vielleicht gerne gewünscht hätte. Das hat lange gedauert. Wir haben dann später, wo meine Kinder geboren worden sind und so, wird man natürlich fotografisch immer aktiver, wenn kleine Kinder da sind. Aber das war nicht die Leidenschaft, die ich eigentlich später entwickelt habe. Das ist losgegangen im Jahr 2000. Da habe ich angefangen, wirklich engagiert zu fotografieren. Für Architektur habe ich mich schon immer interessiert und das war dann auch mein Hauptgenre geworden zum Fotografieren. Zunächst mit einer klassischen Spiegelreflex in Analogweise natürlich. Dann habe ich mir mal eine Leica gekauft, eine Spiegelreflex-Leica, eine analoge. Die hat mich fasziniert, weil sie mechanisch einfach so perfekt war und auch hervorragende Bilder gemacht hat. Das ist dann eine ganze Zeit lang gegangen. Dann hat Leica leider keinen digitalen Nachfolger gebracht und ich bin zum anderen Hersteller gewechselt. Das hat mich aber nie so ganz befriedigt und ich bin dann im Jahr 2009 auf meine erste digitale Leica gekommen. Das war eine Leica M8 Messura-Kamera, die erste digitale eben von Leica. Und das war eine schwere Geburt für mich, denn die Umstellung von Spiegelreflex auf Messsucherprinzip war ein steiniger Weg, aber er ist mir gelungen und heute benutze ich bloß noch das M-Prinzip und bin sehr, sehr zufrieden damit. Ja, das ist ein ganz kurzer Ausflug in die Technik. Ich habe dann mich spezialisiert, wie gesagt, auf das Thema Architekturfotografie und zwar den künstlerischen Aspekt dazu und noch ein weiteres Thema, was vielleicht nicht ganz so populär ist, Landwirtschaft. Ich fotografiere sehr gerne landwirtschaftliche Themen. Das hatte eine Verbindung auch, weil ich zu dieser oder viele Jahre Segelflieger war und Landwirtschaft aus der Luft beobachten konnte. Die Strukturen in den Äckern, in den Bauernhöfen und so weiter. Und das habe ich gerne fotografiert und das ließ sich auch künstlerisch sehr gut verwerten. Aber so, das war so der Hintergrund für das, was ich heute fotografisch tue. Das kenne ich dich schon einige Jahre und trotzdem hört man immer wieder neue Dinge. Ich weiß auch, dass du in Fotoclubs stark engagiert bist und auch eigene Ausstellungen machst. Und bevor du jetzt hier Dinge verschweigst, denn die Hörer sollten wissen, Wolfram ist immer sehr bescheiden, habe ich durch Stöbern jetzt gefunden in der LFI-Galerie zwei deiner Bilder im Bereich Leister Master Shot. Ich werde mir erlauben, die Bilder zu verlinken, damit auch die Teilnehmer mal sehen, was denn da Leica von dir so angenommen hat. Das eine, wenn ich das richtig im Kopf habe, war eine Treppe. Ja, aus dem Architekturbereich, naheliegend, ja. Und das zweite war so ein Bild, so Augen auf das Wesentliche, glaube ich, hat das geheißen. Ja. Magst du kurz erzählen, wie die Bilder entstanden sind, bevor wir dann über deine Clubtätigkeit reden? Ja, gerne. Also diese beiden Bilder sind in Wetzlar am letzten Wochenende entstanden. Da war eine Tagung der Galeristen und die Eröffnungsveranstaltung für den neuen Leitzpark in Wetzlar. Da war ich dabei. Und ich habe natürlich immer ein Fotoapparat dabei, wie so viele bei diesen Veranstaltungen, und habe fotografiert. Dieses neue Leitz oder überhaupt der Leitzpark ist architektonisch wahnsinnig interessant und gibt viele Fotomotive. Habe ich auch schon x-mal fotografiert. Aber diesmal habe ich eine Hintertreppenhaustreppe fotografiert, weil die eine recht auffällige Struktur hatte. Und habe dieses Bild eingereicht zur Bewertung als Mastershot. Das ist eine Bewertung von Bildern, die man bei Leica einreichen kann. Und ein Gremium entscheidet dann darüber unter sehr vielen Angeboten, welche würdig sind, in diese Kategorie reinzukommen. Und da hat man erfreulicherweise ein Bild von mir rausgesucht oder zwei Bilder. Ein zweites noch, wo ich zu dem Motto Augen auf 100 Jahre Leica, das ist so eine Kultinszenierung von Leica,
stand groß an der Wand in großen Lettern. Und ein paar Leute haben diesen Text gelesen. Das habe ich gegen das Licht aufgenommen mit architektonischem Drumherum. In Schwarz-Weiß habe ich das dann konvertiert. Und dieses Bild sieht ganz eindrucksvoll aus und ist eben auch wohl entsprechend honoriert worden und in diese Mastershot-Serie aufgenommen worden. Schön. Freut mich natürlich. Im Prinzip bin ich allerdings der Meinung, ein gutes Bild ist das, was dem Fotografen selber gefällt. Denn er hat es ja mit einer bestimmten Intention gemacht, mit einer bestimmten Erwartungshaltung, mit Herzblut einfach. Und deshalb muss es ihm selbst gefallen, dann ist es ein gutes Bild. Aber, sind wir ehrlich, jeder ist auch nur ein Mensch und man freut sich natürlich auch, wenn andere das Bild gut finden. Und so ist es natürlich in dem Fall auch. Kann ich mir vorstellen. Wolfram, du bist in Fotoclubs tätig. Ja. Wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, vor allem in Fürth. Ja, in Zweien eigentlich, fast noch intensiver in der Wunderburg. Das ist eine Vereinigung von sehr engagierten Hobbyfotografen. Die haben mich eigentlich auf die künstlerische Rille gehoben. Ich habe früher sehr realistisch abfotografiert, dokumentarisch mehr als künstlerisch. Und in dieser Wunderburg, das ist eine Gruppe von 12, 15 Leuten, kein Club in dem Sinne. Man kann dort auch nicht einfach eintreten, sondern man wird da hinein berufen. Und da bin ich irgendwann mal dazu berufen worden. Und das hat mir sehr viel gegeben. Das sind, wie gesagt, sehr engagierte, sehr, sehr gute Fotografen. Und alle in einer ganz unterschiedlichen Richtung unterwegs. Und das gefällt mir und inspiriert mich sehr. Ja, und der zweite Club ist der Förderfotoclub. Das stimmt genauso. Da bin ich noch nicht so lange dabei. Seit gut 2 Jahren, denke ich. Ursprünglich ein klassischer Fotoclub, der in der Stadt Fürth eben beheimatet ist und der inzwischen sich aber auch zu einem sehr profilierten, künstlerisch ausgerichteten Club entwickelt hat. Und nebenbei, wer diese Bilder mal sehen möchte, im September wird eine große Ausstellung im Stadttheater Fürth eröffnet, zum 200-jährigen Stadtjubiläum von Fürth, wo dieser Club seine Bilder zeigt. Und da werden auch Bilder von mir dabei sein. Ich denke, du wirst mir einen Link geben und wir werden das dann einfach verlinken. Ja, können wir gerne machen, ja. Dass die Hörer das dann auch finden und sehen können. Ja. So, ich denke, wir haben jetzt 12 Minuten, so im Großen und Ganzen haben wir das eigentlich abgearbeitet, was wir uns so einmal grob vorgenommen haben. Vielleicht so als Abschluss, Wolfram, gibt's irgendeine Anekdote aus dem Leben eines Galeristen, so jenseits der Bannen bei einer Öffnungsrede oder die Schere schneidet nicht beim roten Band. Etwas, was du so unseren Hörern noch einmal so mitgeben kannst, damit man sieht, was da für spannende Elemente auch passieren können oder unerwartete Ereignisse passieren können. Ja, da gibt es natürlich viele so Kleinigkeiten, die erzählenswert wären. Vielleicht eines, was besonders mich beeindruckt hat. Die erste Ausstellung, die wir hier in der Nürnberger Galerie gemacht haben, war die von Ara Güler, dem berühmten Fotografen aus Istanbul. Der ist auch schon weit über 80, leider nicht mehr reisefähig, so schrieb man mir, als ich ihn eingeladen hatte zur Eröffnung. Das war auch so, er ist Dialysepatient und kann kaum noch laufen, sitzt im Rollstuhl. War mir also alles eingängig, dass das mit dem Besuch wohl nichts werden würde. Er war dann auch nicht da natürlich, aber 4 Wochen später ungefähr war es, glaube ich, kriege ich einen Anruf. Ja, Ara Güler ist in Nürnberg. Und er würde gerne in einer Stunde in der Galerie sein. Das war auf der einen Seite natürlich etwas sehr überraschend für mich, aber wir sind dann sofort los und haben ihn hier herzlich willkommen. Es war auch ein wunderbarer Besuch. Er war außer seinen körperlichen Gebrechen topfit, hat seine Bilder hier bewundert natürlich. Es hat ihm auch alles sehr gut gefallen. Er fand, dass wir es wohl richtig gemacht hatten. Und das war eine sehr, sehr positive Überraschung, die ich so nicht erwartet hatte und das hat mich gefreut. Highlights im Leben eines Galeristen. Ja. Wolfram, dann bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast, so in der Vorbereitungszeit deiner nächsten Ausstellung. Wenn dieses Gespräch veröffentlicht wird, ist die Ausstellung hier mittlerweile zu Ende und die neue Ausstellung wird vorbereitet. Die neue Ausstellung, die von Ulrich Mack handelt, Kennedy in Deutschland, festgehaltene Augenblicke der Geschichte. Und die Vernissage dazu findet am 29. Juni statt, beziehungsweise die Dauer vom 30. Juni bis Samstag, den 6. Oktober, also Ulrich Mack, Kennedy in Deutschland. Und die Öffnungszeiten, wie gehabt, von 10 bis 18.30 Uhr. Ich denke, wir werden eine zweite Folge aufnehmen, wo du vielleicht kurz einmal zur Intention der neuen Ausstellung sprechen wirst. Und damit möchte ich mich bedanken für deine Zeit. Alles Gute und
Wir freuen uns dann schon auf die nächste Ausstellung. Bis Dankeschön. Dann. Ich würde mich auch über jeden Besucher freuen. Wir werden es versuchen. Ja, okay, tschüss. Vielen Dank, dass Sie auch diesmal wieder zugehört haben. Sollte Ihnen die Sendung gefallen haben, so bitte ich Sie, auf iTunes eine entsprechende Bewertung abzugeben. Diese Bewertung bringt den Villa Vlaika Podcast im Ranking nach oben und dadurch zu einer größeren Hörerschaft. Ich freue mich, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Ihr Michel Birnbacher vom Villa Vlaika Podcast.